Hey und herzlich willkommen bei Husky Themen leicht gemacht. Heute gibt es das Unboxing des riesigen Fellbox Adventskalenders. Der ist so riesig, ich glaube, den sieht man. Ah, hier sieht man ihn schon ein bisschen. Ich kann den gar nicht ganz zeigen. Also, das ist eine riesige Box. Man sieht nicht mal in der Kamera das obere. Und da sind ganz viele solcher kleineren Boxen drin. Ich zeige gerade mal die erste, die hier drauf ist. Das ist dann zufällig jetzt die Nummer 24. Also, dann werde ich mal die Nummer 1 suchen, denn wir machen jetzt alles gemeinsam auf. Hier gibt es nochmal wichtige Infos zum Adventskalender. Da schaue ich gerade mal rein. Da gibt es eine digitale Aufbauanleitung. Oh, ach so, den kann man aufbauen. So, ich denke, das Aufbauen können wir uns aber sparen, weil ich jetzt den ja dann sowieso, das Aufgebaute dann sowieso zerstören werde, weil ich alles aufmache. Aber das ist gut zu wissen eben für euch, also wenn ihr den Adventskalender habt oder kaufen wollt, dass man da eine Anleitung bekommt, den aufzubauen. So, was steht hier noch? Jede der 24 kleinen Boxen hat ihren ganz eigenen Platz und richtig zusammengestellt ergibt dein Kalender ein winterliches Weihnachtsdorf, welches das festliche Gefühl in deine vier Wände bringt. Hey, Kleiner. So, ich denke, das sieht wirklich wunderschön aus, aber wie gesagt, eigentlich können wir uns das jetzt sparen, also ich mir zumindest für das Video. Und die Nummer 1 habe ich schon entdeckt. Mal ein bisschen zur Seite. So. Nummer 1 ist dieses kleine Raschelspielzeug. Das hätte ich jetzt eher als Katzenspielzeug verbucht. Also ich sehe jetzt nicht, dass das unbedingt ein Hundespielzeug ist. Wenn dann wirklich für super, super, super kleine Hunde. Eigentlich kenne ich sowas eher für Katzen. Also ich glaube, das können wir schon mal nicht so gut nutzen hier. So, dann hoffe ich, es geht besser weiter. Und muss jetzt mal die Nummern suchen. Mein Kleiner. Wahrscheinlich ist ganz unten, die 1 war jetzt zufällig in der Mitte irgendwo, aber weiter geht es wahrscheinlich dann ganz unten. Da, ich habe die Nummer 2 entdeckt. So, Nummer 2 ist etwas größer. Bleib hier liegen, Google. Da gibt es Fruities, Wachtel und Feige. Single-Protein, 20% frische Wachtel als alleinige tierische Proteinquelle. Das sind also so Wachtel-Leckerlis oder ist das gar ein Trockenfutter? Ein Ergänzungsfuttermittel ist das. So sieht das aus. Ich teste gerade übrigens bei diesem Video eine neue Kamera. Ich hoffe, die Bild- und Tonqualität wird ab jetzt dann besser. Ich hoffe, die Ton- und Bildqualität wird dann besser jetzt. Also ich habe schon ein paar andere Videos aufgenommen mit dem vorherigen. Hey, das dann noch kommen wird. Aber das jetzt, kommentiert gerne mal, ob ihr einen Unterschied seht, wenn ihr schon meine anderen Videos geschaut habt. Ob ihr da jetzt einen Unterschied seht, das ja, würde mich sehr interessieren und auch freuen, wenn man es sieht. So, sollen wir die Nummer 3 suchen, Gori, mein Kleiner? Okay, Nummer 3 ist ein längliches Paket. Das sieht doch eher sehr nach einem Spieltar aus. Und zwar im weihnachtlichen Design in eine Zuckerstange von Trixie. Ja, das ist schön. Das ist toll, Guri. So, Nummer 4 ist ebenfalls so ein längliches.
Und zwar Strays. Du fütterst, du hilfst. Jedes Produkt spendet. Du hast mit deiner Entscheidung für Strays einen Hund in Not gefüttert. Das finden wir stark, denn so können wir zusammen das Leben aller Streuner verbessern. Das ist ein Trainingssnack Veggie. So sieht er aus. So, ich müsste mal irgendeinen Ort für die Benutzten finden. Hier vielleicht. So, Nummer 5 fällt schon fast auseinander. Das ist riesig. Aber so riesig ist das innen gar nicht. Ist vielleicht was rausgefallen? Nee. Also es ist einfach ein super riesiges Ding. Und drin war nur das hier. So, von Trixi sind das Kotbeutel. Und zwar ganze 8 Röllchen sind da drin. In so einem Pink und Grün. 160 Kotbeutel sind dann insgesamt drin. 8x20 Stück. Weiter geht es mit der Nummer 6. Und hier haben wir eine Nassfutterdose, 400 Gramm von Miam Miam. Kulinarischer Hirsch und Wildschwein an fruchtigen Preiselbeeren. So sieht das aus. Während Gurgi noch mit seiner Zuckerstange spielt hier. So, die Nummer 7. Ist verhältnismäßig klein und schlank. Und da ist eine Extrawurst von Mera drin. Leberwurst, eine Leberwursttube. Mit extra viel frischem Fleisch. Geeignet für Training, Belohnung oder Verabreichen von Medikamenten. Für Hunde jeder Größe. Gut, die Nummer 8 kommt als nächstes. Da ist ein Quietschespielzeug, eine fette Wildsau oder Schwein einfach von Trixi drin. Er ahnt schon, dass das was ganz... Oh, es ist kein Quietsch, also es macht sogar Schweinsgrunzen hier. Das kennt der Gurgi noch gar nicht, sowas. Er kennt immer nur diese ganz klassischen Quietschi-Dinger, aber so mit Tiergeräuschen, wie jetzt dieses doch realistische Grunzen, kennt er noch gar nicht. Dann, ich hoffe, das ist die Nummer 9. Ist ein bisschen abgeschnitten, aber ich schätze mal, das ist eine 9. So. Und zwar sind da mehrere Snacks drin, Insekten-Snacks. Die ideale Belohnung für Erziehung, Sport und Training. Ganze 200 Gramm, soft und saftig. Für sensible Hunde geeignet. Dann machen wir weiter mit der Nummer 10. Und zwar ist die Nummer 10 eine rote Fliege zur Befestigung am Halsband mit so einem Gummiband, dass man es wahrscheinlich auch über jede verschiedene Größe machen kann. Ach, wie süß. Stellt euch jetzt mal den... Ah, der deckt natürlich alles. Ist ein Spielzeug hier zum Kauen. Stellt euch mal den kleinen Süßen hier vor. Wenn das zulässt, dass ich das kurz hinhalte. So. Alles gut. Okay, Nummer 11. Die Nummer 11 sind Mini-Pops von Chewies. Also das sind knusprige Chewies-Mini-Pops aus Käse, werden in sorgsamer Handarbeit in Deutschland aus frischer Milch gefertigt. Die krossen Pops sind durch unseren Herstellungsprozess laktosefrei und enthalten keine künstlichen Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsmittel. Ein knapper Spaß für Hunde aller Arten und jeden Alters. Vegetarisch, leicht zu kauen und fettarm. So sehen die aus. So, was kommt als nächstes? Die Nummer 12. Kleiner, was ist da los? Hm? Läuft da gerade ein Hund vorbei, den du kennst? So, Nummer 12. Gori ist gerade gesprungen, hat die Kamera umgeschmissen. Deswegen glaube ich, war es das hier, weil das jetzt offen rumliegt. Das hier ist nämlich gerade rausgefallen irgendwo. Das wäre dann wieder so ein, ja, eher typisches Katzenspielzeug. Also das wundert mich wirklich, was das hier zu suchen hat, ehrlich gesagt.
Und wenn, dann ist es wirklich nur für, habe ich ja schon gesagt, ganz kleine Hunde geeignet irgendwie. Ich weiß auch nicht, was die Fellbox sich jetzt dabei gedacht hat. Aber also für kleine Hunde ist es ganz süß zum Spielen, denke ich. So, dann geht es mit der Nummer 13 weiter. Nummer 13 ist ein Gratis-GPS-Tracker von Tractive. Da gibt es einen Gutscheincode, den kann man dann einlösen. Aber ich glaube, da muss man trotzdem monatlich dann zahlen für dieses GPS-Angebot quasi. Ja, hier steht auch drauf, ganz klein gedruckt natürlich, wie immer, dass ein Abo erforderlich ist. Das heißt, man muss das Abo abschließen und nur dann kriegt man diesen Tracker kostenlos dazu. Für Hunde, die sowieso immer wegrennen und so, lohnt sich das natürlich. Aber für mich lohnt sich das dann in dem Fall nicht. Ich fände auch mal Tracker gut, die ohne Abos oder so sind, dass man die vielleicht mal einschalten kann, wenn man das gerade mal möchte oder so. Oder mit, ja, wie bei Payback-Karten, bei Handy oder so, dass man kein Abo abschließen muss, sondern dass man, wenn man es gerade mal braucht, einfach das dann einschalten kann. Das fände ich auch mal gut. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich kenne das jetzt nur mit Abos. Vielleicht gibt es sowas schon. Aber es wäre ja eigentlich auch mal ganz cool so. So, Nummer 14 gefunden. Und zwar ist die Nummer 14. Oh, ich glaube, das gleiche habe ich leider schon. Ein süßes weihnachtliches Kackkissen. Also ein Scheißhaufen mit Weihnachtsmütze drauf und so ein bisschen im Tannenbaum-Design so geschmückt. Also den hier habe ich schon, aber das finde ich schlimm. Wie man sieht, mag das der Guri. Und dann können wir das zu der Scheißhaufen-Sammlung, die wir haben, dazufügen. Das ist jetzt dann, glaube ich, ja, der dritte ist noch keine so große Sammlung. So, Nummer 15 kommt als nächstes. Nummer 15 ist eine Fitnessschnitte von Sammys. Die ist ein bisschen zerbrochen. Die ist mit 35,5% Protein mit Äpfeln und Blaubeeren. So, Nummer 16 ist ziemlich groß. Da sehe ich auch schon Trockenfutter von Mera Pure Sensitive Adult. Pure Sensitive, Truthahn und Kartoffel. Ideal für sensible Hunde, für alle Hundegrößen geeignet. Für normal aktive Hunde. 1 Kilogramm ist das. Dann haben wir die Nummer 17, auch ein großer Karton. Da sind Purina Dentalife Daily Oral Care Sticks drin, also Zahnsticks. Reinigt selbst die schwer erreichbaren Zähne, natürliche Reinigungswirkung. Und wissenschaftlich erwiesen, die Zahnsteinbildung zu reduzieren. Ich weiß nicht, was da gerade geschehen ist. Ich glaube, der Guri hat sich gerade erschreckt. Vielleicht sieht man das im Video besser. Oder auch zumindest. Hey, Kleiner. Okay, Nummer 18 kommt als nächstes. Und die Nummer 18. Oh, da ist er. Da schnuppert er ganz schön dran. Banane und Chiasamen ist der Geschmack. Backbell, Backkeks, der Hundekeks für unterwegs. So, unsere goldgelbe Kraft mit Banane und Chiasamen liefert wichtige Calcium, nee, Kalium, Calcium und Magnesium Energiequellen, welches für ein kraftvolles und aktives Hundeleben wertvoll ist. Zur optimalen Energiegewinnung wird L-Carnitin hinzugefügt. Wir verwenden Insekten als Monoproteinquelle. Insekten sind nämlich leicht verdaulich, purinarm und hypoallergen. Zudem sind sie eine ressourcenschonende tierische Alternative. So, sieht das aus. Kamera ist ein bisschen umgefallen gerade. So, was kommt denn jetzt? Wir sind hier richtig schnell, Dori. So, die Nummer 19 ist ein super süßer Snack-Oktopus. Snack-Spielzeug von Trixie.
So sieht das aus. Und da kann man hier Snacks reinmachen. Also ziemlich kleine Snacks, weil es auch wirklich eine relativ kleine Öffnung ist. Also so größere Leckereien oder Hundekekse passen da schon mal gar nicht durch. Und es gibt auch wirklich nur dieses eine Loch. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger oder auch besser, eine längere Beschäftigung dann für den Hund, dass es nicht gleich sofort aus jedem Loch rauspurzelt. Und man sieht, er findet diesen Oktopus auch schon richtig cool. Auch allein den ohne Snacks drin, vom Material her mag er sowas. So, Nummer 20. Nummer 20 ist von Happy Dog Norway. Das ist mit reinem Seefisch hergestellt. 200 Gramm Nassfutter. So sieht das aus. Ich glaube, das wackelt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es gerade fokussiert. Ich hoffe es. So, und dann gibt es noch 20% Online-Rabatt bei Happy Dog, den man einlösen kann. So, Nummer 21 sind wir mittlerweile. Merry Christmas von Trixie. Herz, Stern und Brezel. Ah, das ist wie? Ja, das ist analog zu diesen bekannten Lebkuchen. Also die gibt es ja in Herz-, Stern- und Brezelform. Diese Lebkuchen mit Zartbitterschokolade, glaube ich, ist das. Umhüllt. In so großen Packungen gibt es die. Die sind auch relativ groß. Vielleicht solche Stücke oder so. Und analog dazu gibt es das jetzt für Hunde quasi. Das ist ganz süß. So. Die Nummer 22 ist auch ziemlich groß. So, was ist das? Ein Spielzeug mit Ruckdämpfer. Oh, also das sind hier diese typischen Ruckdämpfer, was man auch an die Leine machen kann als Zwischending. Oder es gibt auch reine Leinen, die so sind, so Bungee-Leinen, auch für Hunde. So, das ist so ein rautenmäßiges Ding hier. Scheint auch schon mal sehr gut anzukommen. Damit sind wir bei der Nummer 23. Die Nummer 23 sind Chewies. Gourmet Natural Snack mit extra Vitamin C. Fleischstreifen Maxi von Ziege pur. Das ist made in Germany, auch für Welpen- und Seniorenhunde geeignet. 100% pure Ziege. So sieht das aus. Und wir sind nun bei der Nummer 24 angekommen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, es ist was richtig Süßes, Gutes. So, und was ist das? Ein Spielzeug, ein Weihnachtsspielzeug von Trixie. Oh, das auch schon sehr gut ankommt. So sieht das aus. Na, magst du das? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch einen Kommentar schreiben. Schaut gerne in meine Adventskalender-Playlist vorbei. Da habe ich schon sehr, sehr, sehr viele andere Adventskalender aufgemacht. Die habe ich unten verlinkt, da könnt ihr dann vorbeischauen. Oder auch bei anderen Unboxings, wenn euch das interessiert. Oder auch bei meinen Fellbox-Unboxings. Also von der monatlichen Überraschungsbox, die Fellbox. Die bekomme ich nämlich auch. Und da habe ich jeden Monat auch schon ein Video jetzt gemacht. Das Video für den Monat November kommt aber erst Anfang Dezember, weil ich jetzt den November strikt längere Videos von Adventskalendern mache, also die Unboxings, weil ich jetzt wirklich sehr viele Adventskalender habe. Also jeden Tag im November kommt ein Video eines Adventskalenders. Da passt leider kein Fellbox-Unboxing oder meine anderen Monatsboxen mehr rein, deswegen werden die dann Anfang Januar noch kommen. Aber die vorhandenen oder von der Fellbox Oktober könnt ihr auch gerne da anschauen. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Den Kalender fand ich jetzt übrigens sehr gut. Also es waren ein paar Sachen dabei, habt ihr ja gemerkt an meinen Kommentaren, die ich jetzt nicht ganz so gut oder halt passend für Gori fand. Das ist ja jetzt individuell, jeder Hund ist ja anders, auch von der Größe, Rasse und so weiter, was jetzt passt, was nicht. Also diese zwei kleinen Katzenspielzeug-ähnlichen Dinger fand ich jetzt nicht ganz so passend. Aber ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob der Kalender eine Größenauswahl hatte oder ob das wirklich nur ein Kalender für alle war.
Weil dann wiederum kann ich es natürlich eher verstehen. Das werde ich nochmal unten nochmal nachschauen und unten verlinken. Ich glaube, es war nämlich nur einer sogar. Also man konnte nicht auswählen. Ja, aber sonst, also diesen Oktopus hier, den finde ich echt großartig. Den finde ich richtig toll. Und dieses andere Kaufspielzeug oder den Scheißhaufen, den wir leider schon hatten, aber der Gori trotzdem sehr gefällt. Oder diese Stange, das fand ich sehr gut. Die Essenssachen sowieso immer, vor allem Nassfutter und Trockenfuttersachen finde ich immer sehr gut eigentlich. In so Adventskalender drin zum Ausprobieren oder auch in den Boxen. Ja, und man sieht, Guri ist beschäftigt, freut sich. Und das ist ja die Hauptsache an so einem Adventskalender für Hunde. Geil, Guri. So, dann würde ich mich sehr freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann!